Hey ho Minecraft-Freunde, willkommen zu einer weiteren Folge von Aura. Und da sind wir wieder ganz wohlbesonnen, noch am Leben. Aber ich will die ja gar nicht behalten. Ich will einfach nur, dass wir daraus ein kleines Event machen. Wenn nicht, ich will einfach nur, dass wir die nehmen und ja, mich dann einer herausfordert. Und dann kämpfen wir bis fast vorm Tod und dann... Das Ende. Dann bekommt man die halt. Plattenspieler verliere, weil ich etwas damit vorhabe. Und zwar dachte ich mir, ich kämpfe nicht darum, denn dann bin ich auch in Gefahr. Was ich nicht will. Sondern ich werde den jetzt einfach da drin verstecken. Nicht von oben abbauen, aber dann ist er unten. Ja, gut. Da würde ich sagen, das ist auf jeden Fall fair. Der Plattenspieler befindet sich in dem Mobhaus. Ja, krasse Scheiße, ne? Alles zerstören. Okay, wo ist der Plattenspieler? Da. Wir haben ihn. Ah. Haben wir uns erfolgreich erkämpft und verdient. Guck mal, Musik, komm hier, guck. Oh, ist das entspannt. Ich muss die Musik lauter machen. Okay. Und ich überlege mal, wo ich was baue, beziehungsweise sammle erstmal das Material dafür, während die Musik hier ein bisschen rumlüdelt. Uiuiui. Die Musikbox. Schallplatten hier rein. Oh, die hören wir uns mal an. Oh. Wartet mal. Das ist voll die beängstigende Musik. Willkommen, meine Freunde, in meinem Reich. Ich habe euch bereits erwartet. Wisst ihr, an sowas erinnert mich das. Hier. Den finde ich irgendwie sau episch. Ich weiß nicht warum, aber der ist auch vielleicht sau schwierig. Ich weiß es nicht. Hä, wartet mal. Ich hoffe, Simon hat mal einen seiner Tropensetzlinge hier beigespendet. Ich hoffe es zumindest. Was mich jetzt richtig stört, ist, dass ich noch kein einziges Sapling zurückbekommen habe aus diesem Dschungelbaum, den ich hier gebaut habe. Und ich gerade ein bisschen die Befürchtung habe, dass, ja, dass ich jetzt gerade irgendwie Saplings verloren habe. Sapling? Okay, jetzt habe ich schon mal 3. Okay. Sieht ganz gut aus. Wie sieht es bei deinem Plan für die Jukebox aus? Ist jetzt ein bisschen offener. Ja. Oh, noch ein Sapling. Okay, es sind schon mal 4 runtergefallen. Boah, zum Glück. Und er hat geschrieben, welche Angewohnheiten, Ticks oder so hast du und findest du selber peinlich und schlimm? Oder so im Kampf bin, immer mit meiner Zunge so mache. Also richtig mit meiner Zunge ausraste. Das ist zum Beispiel so ein Tick von mir. Da cutten wir dann und da sagen wir dann unsere Begrüßung und so weiter und so fort. Ne? Und das mache ich auch, wenn ich alleine bin mittlerweile. Und ich sag immer, 3, 2, 1. Und guten Tag, aber meistens komme ich dann noch nicht in den Anfang rein und sag dann meistens 3, 2, 1, 3, 2, ah nee, noch nicht, 3, 2 und dann sage ich, ah, ist schon durch, dann sage ich richtig, richtig oft 3, 2, 1, so richtig wie so ein Spinner, ey. Leute, bis zum nächsten Mal, ciao.